Und damit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator mit dem Epi, das graziöse, die graziöse Gazelle. Genau. Wieso kann ich nicht. Jetzt laufe ich wieder. Wir wurden schon von wild gewordenen Hühnern attackiert. Das sitzt übrigens immer noch hier vorne. Ach, ich glaube, das ist von ihr das Kind gewesen. Kann das sein? Kann das sein, dass er die Dingsen muss? Ich nehme jetzt die. Also komm mal mit, ich fahre dich. Moment, ich muss mal eben den Hühnerstall mal kurz ein bisschen sauber machen, weil die können ja nicht in diesem Dreck hier leben. Wir haben auch schon echt darüber nachgedacht, was eigentlich mit dem Zeug passiert, was wir hier alles so. Das ist unser süßes neues kleine Küken. Süßes neues kleine Küken, voll das Deutsch. Ja, das küttelt hier gerade so ein bisschen rum. Warte. So. Und das ist wohl das tolle Ergebnis von dem Ei, was hier die ganze Zeit ausgebrütet werden wollte. Was hast du denn da jetzt mitgenommen? Eine Luftmatratze? Ja, die habe ich mir geholt noch für 15, weil ich will die da hinten bei den Bären hin tun. Ach so, dass wir da beide übernachten können. Dass ich da auch kann, mich respawnen. Okay, pass auf das Huhn auf. Ja. So, wir haben ein ganz tolles Ziel. Und zwar kann ich das mal eben ändern, nämlich das Autohaus. Wir werden jetzt heute schauen, dass wir endlich den Lastwagen, war es glaube ich, oder Laster oder was auch immer. Also das große Ding, wo man die Kühe mit transportieren kann. Dass wir das Auto holen und hoffen, dass wir nicht nur Kühe damit transportieren können, sondern auch totes Fleisch. Sprich, das Fleisch von den Bären, das wir dann mehr farmen und in eine quasi verschleppen können. Verschleppen hört sich so komisch an. Links, ne? Das weißt du? Da so. Und dann schräg nach rechts da. Genau. Ich weiß, ich habe mir eine Markierung gemacht. Ja, du folgst meiner, gibst du. Nee, die kann ich nicht sehen, deine. So. Ich spring mal direkt raus, das ist mir jetzt zu gefährlich mit dem Epi. So, wir kommen jetzt in den Genuss, den Wagen zu. Ich will das hier haben, das Auto möchte ich hier haben. Ja, aber lieber mit einer anderen Optik. Aber ansonsten wäre das okay. Der hat übrigens auch nichts, ne? Genau wie die Limousine. Hier, kleiner Lastwagen, ist auch der einzige, naja. Kleiner Lastwagen kostet 2.300, wir haben 2.488 mit dem Töten von Bären angeschafft. Nicht gerade das tollste Hobby, aber es passen bis zu 4 Kühe rein. Ich kaufe das Auto, Schatz, ja. Unsere erste Familienkutsche, hust, hust. Vielen Dank für deinen Einkauf. Dein Fahrzeug wartet auf dem Parkplatz auf dich. Ja, steht hier. Warte. Oh, warte mal, ist das? Nee, ich dachte... Was hat der denn für einen Hebel hier? Ich dachte, da wäre nur eine Schaltplatte. Muss man das mal angucken. Ach, angucken. Wo steht denn der? Schickes Teil. Okay. Also auf jeden Fall gut Platz. Die Kühe scheinen aber auch nicht so besonders groß zu sein, ne? Wenn man die hier so reinsetzen kann. Aber sieht schon mal gut aus. Du darfst den auch fahren, weil ich ehrlich gesagt lieber den Kleinen steuern würde. Ja, dann bring mal die Eier weg oder was. Also, sollen wir noch mal Bären holen oder was machen wir jetzt? Ja, würde ich sagen. Ich bin jetzt gerade überlegen, wo verkaufe ich den jetzt gerade? Ich dachte beim Laden, genau. Ja, geil. Ich muss auch tanken. Was hast du mir hier für ein Auto angedreht? Hallo? Ich muss dazu sagen, ich fahre jetzt Epis Wagen. Das heißt, wenn ich den zu Schrott fahre, ist es nicht so schlimm. Boah, ich hasse es. Ich wusste es. Sobald man über dieses komische Ding fährt, hat man so eine blöde Bodenwelle. Hallo. Hi. Ich hätte ihn beinahe geschrottet. Kann man den schrotten? Ja, ne? Du weißt schon, dass hier die Tankstelle ist? Oh, da hinten ist auch. Okay. Ich habe einen Drift gemacht mit dem Ding. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ein bisschen weiter, oder? Warte mal, du hast das doch hinten. Wo ist denn der Tank? Wo ist der Tank? Da ist er doch. Ich nehme an, hinten. Nee. Ach, da in der Mitte. Okay, da komme ich aber nicht ran. Da dran? Warte. So, jetzt. Bitteschön. Da ist auch schon dran. So. Ich fahre dann schon mal durch zum Laden, weil ich... Warte, du willst nicht tanken? Hab ich doch gerade.
Achso, du hast die Kleinen auch getan, okay. Ja, und dann habe ich das Ding bei dir reingesteckt, das hört sich irgendwie seltsam an, und auf Tanken geklickt. Was ist jetzt? Soll ich zu den Bären fahren, oder was? Ja, ich bitte darum. Ach so, jetzt weiß ich, nee, für die Kuh reicht's aber noch nicht, ne? Wir brauchen, glaube ich, 700 oder so für die Kuh. Ja, ja, wir brauchen erstmal Geld. So. Ach so. Moment, ich fahr zur Rentsch. Ich bin auch so blöd. Moment. Ach so, nee, doch. Ich muss dann hier die Straße entlang, genau. Okay, alles gut, alles gut. Hallöchen. Nein, 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 nein! Oh, was ist mit dem los? Der fährt nicht um die Kurven. Ach du Scheiße, ist das ein Kackfahrzeug? Hallöchen. Komm mal her. Ja, komm, mein Kleiner. Ja, komm. Nicht weg in meine Richtung, komm. Ernsthaft? Hast du nochmal Munition geholt oder waren wir jetzt 115? Was denn? Ich hoffe, es ist jetzt kein Wolf, weil dieses Phänomen hatte ich nämlich auch schon mal. Hallo, was ist das? So. Drei Stücke. Kann ich gar nicht so platzieren. Mama hat Essen mitgebracht. Und das direkt hier an dem Felsen. Das ist doch wunderbar, da kann man es auch super erkennen. Okay, Wölfe werden in der Tat etwas blöd, vor allen Dingen gerade so nah bei uns. So, dann haben wir direkt noch ein bisschen mehr, was wir dann verkaufen können. Na, komm schon. So, das, das. Okay, bist du schon im Jagdgebiet? Nee, ich habe auf dem Weg noch einen Reh erlegt und das gleich eingeladen. Also das heißt, wir gehen jetzt hier unter die Jäger. Nicht mal unter die Bärentöter, unter die Jäger. Oh, nicht so schnell. Siehste, Moana, das geht auch ohne, dass man den Abflug macht. Hm. Schönen Gruß an dieser Stelle. So. Okay, aber es geht natürlich nicht, ohne gegen den Baum zu fahren. Jetzt wird sie sich wahrscheinlich scheckig lachen, wenn sie das Video sieht. Scheckig? Ja. Oder gestreift, ich weiß es nicht. So. Oh, da lief gerade... Ah! Was war das denn? Da ist so ein komischer Typ in LKW bei mir vorbeigerauscht und fährt jetzt hier voll die Bäume kaputt. Ich komme ja nicht mehr raus, ne? Doch, rückwärts müsstest du da rauskommen. Nein, es geht nicht. Mann, ey. Wie kann das Ding so... Das bremst nicht. Das ist für eine Kackkarre, ey. Stimmt, der kommt nicht mal raus. Boah, ey. Das Ding fährt nicht um die Kurve und bremst nicht. Also, das ist total anders wie das kleine Ding. Also, das Verhalten haben sie wirklich merkwürdig gemacht bei den Dingern. Was glaubst du, warum ich lieber den kleinen fahren möchte? Ja, das ist mir schon klar. Das war mir schon klar, dass der sich scheiße fahren lässt. So. Gucken. Was haben wir denn hier? Was ich aber gut finde, dass wir zumindest nichts essen müssen oder so. Also jetzt nicht hier einen auf Selbstversorger machen müssen. Weil das wäre richtig nervig, wenn wir das noch machen müssten. Und noch zusätzlich die Tiere haben, die fressen müssen. Und noch zusätzlich, sag schon, die Sachen, die wir dann ja selber essen müssten, verkaufen würden. So, oh Gott, wie viele Eier haben wir da jetzt bitte schön drin? Das ist ja krass. Wie lange haben wir dafür gesammelt? Aber nur etwas über 200, beziehungsweise nicht etwas über, sondern genau. Doch, verkaufen? Hallo? Alles verkaufen? Da. 213 Dollar gerade mal bekommen. So. Gut, dass der jetzt nicht hier das Körbchen verkauft hat. Ich habe schon echt gedacht, das könnte vielleicht ein Bug sein oder so, dass der das jetzt verkauft. Das wäre nicht so gut. So, Jagdgebiet. Wenn du da unten nicht rumhampeln würdest, könnte ich mir eine Markierung machen. Naja, ich bin hier gerade am Bären. Einen habe ich schon erlegt, der ist am... Naja, der
fahre ich nicht durch. Das ist mir zu heikel, auch mit dem Auto. So. Na, hier ist keiner mehr, ne? Oh. Schön brav, mein Kleiner. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, was zappelt der so rum? Das ist echt scheiße. Jetzt wieder kein einziger. Kein so. Bär. Bauen wir mal eben hin hier. Okay. Okay. Dann haben wir hier auch schon mal was. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch gerade noch drei Teile. So, komm. Und das Teil. So. Schätzchen, ich komme. Ich eilig fliege. Kann ich eigentlich bei dem mitfahren? Weil ich fahre jetzt mein eigenes Auto. Ja, ja, klar. Hier, wenn man einmal guckt und dann gleichzeitig irgendwas machen will hier. Ich geh mal auf Jagd. Du hast die Sachen ja da hinten gut im Griff, ne? Ja, ich fahr da direkt dran und lad die Scheiße dann ein, ja. Ich fahre mal ein Stück da runter. Ich glaube, hier oben ist nämlich, habe ich jetzt keinen mehr gesehen. Ah, hier ist ein Bär. Wo bist du denn? Bleib einfach da, wo du warst. Na toll. Oh ja, lauf, 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 lauf. Er kommt, er kommt. Ja, nicht ganz, aber nah genug, denke ich mal. So, da hinten ist nichts mehr. Gazelle. Hui. Ja, toll. Ich komme noch nicht mal ins Auto rein. Wollt ihr mich verarschen? So. Mach mal, genau, mach, komm mal her. Was denn? Ich will mal was ausprobieren. Ja, wenn ich mit Einschwung. Ah, jetzt geht's aber. Jetzt mich hier einsperren kannst oder du, was? Kannst du da von innen wieder raus? Warte. Scheiße. Nein. Okay. Ist ja langweilig. Warte mal. Kannst mich mal. Soll ich dich abknallen? Ist dir das lieber oder? Nein, ich bin weg. Ich fahr jetzt da runter und fahr mal gucken. Achso, baust du hier die Luftmatratze, aber bitte nicht mitten auf der Straße, sondern ein bisschen daneben. Ja, bei der anderen, oder nicht? Ja, aber nicht auf der Straße, sonst überfährt man die dann halt. Ist doch nicht schlimm. Nein, das ist scheiße. Ja, sie hinten kann ich. Hier unten ist ein Bär. Das war das Wasser. Ich habe mich gerade so erschrocken, als ich plötzlich ein Geräusch gehört habe. Hier unten ist ein Bär. Das war nämlich mit dem Wolf genauso. Da war ich noch am Überlegen, ob da gerade was kommt. Im nächsten Moment, bäm. Boah. Was bist denn du? Ein Baumstamm, okay. Na gut. Oh, da steht einer auf der Straße. Wo? Da. Ich bin gar nicht mehr bei dir. Wo bist du? Hä, backt der? Der zittert, der hat Angst. Den habe ich doch umgebracht schon, Mann. Du hast auch Angst, wenn ich dir die Knarre an den Kopf halte.
Wehe, du schießt jetzt. Ach so, ja, ich kann nicht erschießen. Ich ziel die ganze Zeit zwischen deine Augen, aber im Gegensatz zu dir bin ich clever genug, drüber nachzudenken, dass der andere dann direkt stirbt. Ja gut, du hast mich ja schon erschossen. Ach nee, das war ich. Ich würde mich zurückhalten mit dem, was ich sage. Nee. Hast du die Matratze jetzt aufgebaut? Nee, hast Nein, weil das Auto oben ist. Denk mal ein bisschen nach. Ja, wieso? Was machst du hier unten? Du sollst ich Auto jage. Im Gegensatz zu dir bin ich hier die Gegend am Durchkunden, genau. Ja. Ich hab, warte mal, hier war mal ein Wolfsrudel. Hier muss ich aufpassen. Das war ja so geil. Ich habe mich hier umgeguckt. Ich denke, oh, was ist das denn? Kenne ich nicht. Kannst du nichts mitmachen? Im nächsten Moment drehe ich mich um. Bam. Direkt ein Wolfsrudel. Drei Wölfe, alle auf mich drauf. Ich direkt tot. Aber zumindest auf der einen Seite sehe ich jetzt hier nichts mehr. Agent Nina. Lola rennt. Hat ein Wolf gehört? Das war ich. Hast du geheult? Ja. Heulst du immer? Das ist, weil das Leben so schwierig ist, ne? Ja, also wenn jetzt nicht gerade zufällig hier links noch irgendwas drin ist, dann sieht es eher schlecht aus. Also ich fahre die Sachen jetzt erstmal weg, weil ich habe jetzt keinen hier gesehen mehr. Na, ich muss dann... nimmst du... Warte doch mal. Nimm doch noch das Fleisch, was ich hier drin habe mit. Ja, ja, genau. Jetzt fährt der da auch noch drüber. Trottel. Hast du den Korb leer verkauft denn? Nee, den Korb nicht. Ich habe die Eier ja aber verkauft. Ach, leck mich. Jetzt meine ich ja, Mann. Geh doch mal hier weg. Nein. Boah, ey. Und du hast immer noch geh nicht weg. Das Zelt gebaut. Boah, das ey. Auf. Du kannst aus, hier nichts aufbauen, weil der Typ ständig irgendwo im Weg rumliegt, steht aus, und hüpft. Und überhaupt. So, hast du jetzt davon. Jetzt liegst du neben mir. So. Scheiße. Bam, kommst nicht mehr rein. So, kannst mich mal. So, ich würde sagen, dass ich dann mal eben den Wagen zur Ranch bringe. Na, du verkaufst. Ich hole eine Kuh. Können wir doch noch, oder? Haben wir da genug für? Ah, ich, naja, mit Recht wahrscheinlich ganz. Also ich meine, es waren 700, wenn ich mich nicht irre, die wir brauchen. Und wir brauchen ja eigentlich das mindestens das Doppelte, weil wir brauchen die 700 für die Kuh. Und eigentlich bräuchten wir ja dann noch einen Bullen, ne? Ja, und 130 für die Milch. Kann, naja, gut. Ach ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Weil sonst brauchen wir uns ja auch keine Kühe anzuschaffen. Irgendwie bin ich jetzt ganz doof gefahren, aber egal. So, jetzt kommt wieder meine Lieblingsstelle hier. Ich habe wieder einen bösen Finger. Bäm, diesmal haben wir es geschafft. Ja. Hä? Tada. Ich wollte die Tür aufmachen hier. Was Boah, stehst ey. Du denn immer? Ach, die hat wieder ein neues Ei gelegt hier. Bleib doch mal stehen. So. Jetzt kann ich die ganze Kacke allein leer laden hier. Echt, die ist echt so faul. Ey. So. Okay, das ist nicht befruchtet. Okay. Hä? Ach so. Oh, habe ich gerade einen Schock bekommen. Ich dachte gerade, das Eierkörbchen ist weg. So, da unten haben wir noch eins. Wie viel hast du für die Eier jetzt gekriegt? 50 oder was? Ehrlich gesagt weiß ich das jetzt gar nicht. Jetzt aber nicht hinterhergelaufen. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ne, ist aber auch nicht befruchtet. Ne. Okay.
So. Oh, wenn du noch mal was kaufst, hol auf jeden Fall noch mal Nahrung mit. Eine habe ich hingestellt einfach. Ja, die ist weg. Toll. Was ich auch nicht weiß, ob wir nicht in den anderen auch immer was reintun müssen, in den anderen Hühnerstall, meine ich. Weil ich glaube, dass der... Oder hier, dein Ei. Oh, ich glaube, das war ein befruchtetes Ei. Geh weg! Boah, Huhn, hau ab! Doch, beiß sie, Huhn. Pixie. Pixie, Pixie. Das Problem ist, es hat mich letztes Mal durch die Tür getroffen. Ich habe das Ei direkt wieder hingelegt. Aber ich traue mich nicht raus hier. Läuft jetzt da hinten rum? Hi. Ich mach das mal so. So. Ja, ja, ist befruchtet. Sieht man eindeutig ein kleines Küken drin. Sehr schön. Aber die Schweine machen die gar keinen, die machen keine Dings, ne? Keine. Das darfst du jetzt. Die machen auch Babys. Die machen keine, ne? Ich dachte, weil deshalb wollte ich zwei haben. Also die sind auch ziemlich heftig. Also ich weiß nicht, ob wir die schon verkaufen können. Weil das eine ist mega, ey. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Die sind ziemlich. Oh, was seid ihr denn für Viecher? Heftig, ne? Boah, drücke E zum Verwalten, steht hier. Oh, wir haben gerade Geld bekommen. Eine braune Kuh, eine weiße Kuh oder eine gescheckte Kuh? Was für eine soll ich holen? Eine kann ich kaufen. Eine weiße Kuh? Ja, eine ganz weiße gibt's. Eine gescheckte wäre eigentlich ganz gut. Ja, also die ist so weiß-braun, heißt, ne? Also die hole ich mal. Ja, die ist eigentlich ganz süß. Und, also und hört sich Milch, zumindest so an. Milchkanne also, hole ich. Das zweite Schwein, glaube ich, ist noch ein bisschen... Oh, drücke eh zum Verwalten. Ach so. Brauchen wir noch Weizen? Ja, ne? Verwalten ist nichts anderes als... Okay, verstehe. Die Frage ist... Ja, die musst du ja die ganze Zeit dann machen können, ne? Also ich habe jetzt 3 Sack Weizen, eine Milchkanne und eine Kuh geholt. Die Kuh will schon abhauen. Hallo, ja, klar, die musst du ja auch festbinden. Aber ich weiß nicht, mit den Schweinen? Also Mehlsäcke, hast du 3 Säcke, ja? Weil das ist nein, die Hälfte. Nein, willst du mich verarschen? Ich kann das Tier nicht, nein. Was denn? Man kann nur eine Kuh einzeln, also man kann dann keine Säcke da drin transportieren. Ich habe jetzt hier Sachen liegen. Ja, warte, dann komme ich nochmal. Aber das ist ja Blödsinn. Wie, das ist Blödsinn? Was soll ich dazu sagen? Ich habe das noch nicht erfunden. Ja, deswegen sage ich ja, das ist doch Blödsinn. Das Ei, was in dem Kleinen drin ist, das ist das befruchtete... Oh, hat keiner gesehen. Das ist das befruchtete Ei, ja? Also das okay, nicht nee. Rausholen. Ach nee, es darf nur noch nichts drin sein. Es darf nur noch nichts... Also es geht. Willst du mich jetzt verarschen? Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Boah, ey. Kannst wieder umdrehen und dich freuen. Männer und Denken, ehrlich. Das sind zwei Sachen, die nicht zueinander passen. Ja, 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 bla, 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 bla. Mann. So. Aber wie machen wir das denn mit dem, Achso, das war noch an. Mit dem Traktor, also hier mit dem LKW. Musst du durch den Haupteingang am besten reinfahren, ne? Keine Ahnung, ich fahre da irgendwie vernünftig rein mit. Weil ich kann ja damit sowieso nicht fahren. Weil du nicht fahren kannst, fährst du vernünftig, okay? Mhm. Gut, ne? Okay, ich stehe hier im Haupteingang und hüpfe. Und jetzt spielt Dead by Daylight.
Ich will auch Dead by Daylight spielen. Oh. Okay. Du musst gleich rechts rum. Nein, nein, nein! Ach komm, willst du mich jetzt verarschen? Boah, ey, ist das eine Kacke hier, ey. Falsch rum, falsch rum. Was denn? Nein, nicht falsch. Es ist falsch rum. Es ist nicht falsch rum. Boah. Boah, nerv mich doch einfach nicht, ey. Kommst du beim Holz aus? Nein, da ist eine Auffahrt. Das Original eine Auffahrt ist da unten und da kann man hochfahren. Da kommst du direkt am Stall entlang. Und wenn du das Gatter aufmachst. Nein, ach komm. Ja, geil. Ich hab den. Nee, ne? Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt ist der auf dem Stein hier drauf. Oh, ey. Hä? Was heißt Auto umdrehen? Ja, indem du es umdrehst. Ja, aber das kann ich nicht. Es geht nur nach oben. Hallo, ich will nicht einsteigen. Es geht nicht. Wie kann man das umdrehen? Nee. Ja, wir haben es geschrottet. Also ich habe es geschrottet. Keine Ahnung. Kannst ja gerne mal gucken kommen, aber ich weiß nicht, wie ich das da runterhole wieder. Ja, es ist zum Kotzen, weißt du das? Ich hole jetzt erstmal die Kuh da raus. Wenn ich's kriege. Lass die erstmal da drin. Nein, die kann ich doch eben da hochbringen. Ja, das wird viel zu lange dauern. Lass die erstmal da drin. Ich komme da gar nicht da hoch. Nee, die rennt total schnell. Scheiße, ey. Man kann es hochgeben. Mit R. Wie hast du das denn hingekriegt? Mann, ich bin nur hier hoch. Ich bin rumgerollt und es auf den scheiß Stein drauf. Ach du Scheiße. Es geht gar nicht. Es geht absolut nicht. Der wäre nämlich davor gefahren nochmal. Ja, toll. Das kann man machen. Mehr nicht. Aber das dreht nicht um. Wieso dreht das nicht um? Naja, wäre auch zu schön gewesen, obwohl. Nee. Nein, das habe ich jetzt gemacht, aber vielleicht kann man das durch mehrmals dingsen. Vielleicht mach Bewegung. Ja, ich mach mal weiter. Nee. Oder kann ich hier nicht. Ja, warte mal. Ja, nee, ist gerade dieser Rubbeleck. Warte mal, vielleicht geht das dann. Warte mal. Nein, warum steigt der Bein? Nee. Du sollst nicht einsteigen, sonst er drücken. Ja. Oh. Fahr nicht zu schnell. Du darfst nicht schnell fahren mit dem Ding. Ich fahre überhaupt gerade gar nicht. Das Ding bremst ums Verrecken fast nicht, ey. Ganz langsam da einen Weg hochfahren. Ich muss nur jetzt mal gucken, weil hier ist ja keine Auffahrt. Ich sehe zumindest nichts. Ja, hier. Das ist doch die Auffahrt. Ja. Oh, das mit dem Bremsen, das ist ja echt sehr abartig. Ich glaube, da haben die zu viel drüber nachgedacht, wie ein echter LKW sich steuern lässt, wa? Warte, wir fahren hier vorne hin. Stopp, die bremsen! Oh, ey. Schon mal dran gedacht, dass ich erstmal bremsen muss, bevor der anhält. Du bist wieder lustig. Wo ist die Kuh? Hier. Die ist weg? Nein, hier. Wieso liegt die hier? Hä? Ja, die liegt hier. Wieso haben wir jetzt keine Kuh mehr? Doch, die ist hier. Ja, wo kommt die denn jetzt her? Mann, die hat sich gelegt und ist aus dem LKW auf der anderen Seite rausgeflogen. Wie kann die denn aus dem LKW fliegen, wenn du die aufmachst und da gar keine Kuh drin ist? Frag mich doch nicht. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Pass auf die Schweine bloß auf. Nein. Du gehst nicht wieder raus. Aber ich könnte mal für die Kuh hier draußen aufmachen. Da kann die mal ein bisschen rausgehen. Ja, dann die Schweine abhauen, oder was? Mann, wieso sollten die abhauen? Das ist ein Gehege hier. Die kauen nicht ab. Ich denke mal, der schläft nur, oder? Boah, ist der fett. Den können wir schlachten. Und die ist noch nicht so ganz so gut. Oder? Nee, ich meine, die ist noch was Kleines. Warum machen die? Boah, was machst du denn? Hier sind, guck dir mal die Tretminen, die machen hier. Die sind heftig. Da habe ich schon was weggemacht gerade. Irgendwie nimmt der kein Futter. Draußen will er keins nehmen. Hier drin ist es nur halb voll. Das ist irgendwie komisch. Was ist mit dir eigentlich? Du bist aber noch gut ernährt. Okay.
würde sagen, wir warten noch bis zum nächsten Tag und dann nehmen wir mal das Viech hier mit, ne? Und was macht man mit der Milchkanne jetzt hier? Also, keine Ahnung. Milch reinmachen. Ja, toll, danke schön. Danke, dass du mir wieder die Tür vor die Nase zumachst. Dankeschön. Du warst doch gerade mit der Milchkanne am Gucken. Nee. Wieso ist da eigentlich nur Licht an? Kannst du mal die Säcke hier mit raustragen? Nee, ja, kannst du auch nicht. Ist das jetzt aus? Ja, ist aus, okay. Gehst du eben mit dem Rest noch? Wenn ich denn hier hochkommen würde, würde ich auch was nehmen. Diese Waldelfe. Sieht irgendwie so, naja. Lassen wir das mal. Aber mit dem Sack in der Hand ist es noch nicht ganz so schlimm, aber. So. War der letzte. Lassen wir den hier stehen, den LKW. Hast du Licht ausgemacht? Das können wir stehen lassen. 4 Uhr nachts. Ey, du kannst. Das ist eine Uhrzeit, wo andere Leute aufstehen, weißt du? Und da müssen wir jetzt schlafen gehen. Das geht doch. Geht doch auf keine Kuhhaut hier, echt. Da stehen andere auf. Bist du verrückt? Ja klar, um zu arbeiten. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal für heute und sagen gute Nacht und ciao, ciao. Nö. Drücken wäre von Vorteil. Es geht nicht, ich habe das Dach gesehen.